Das Thekensystem ist neuartig bei der Rewe. Wir hier sind ein Testpilotmarkt. Die Ware steht komplett im Vordergrund. Bei den meisten Theken sieht man eigentlich nur Theke. Das ist bei uns nicht so. Wir schulen hier die Mitarbeiter in verschiedenen Optionen bzw. drei Steps. Einmal die Motivation, nicht nur das aktive Verkaufen wurde im Vordergrund gestellt, sondern auch ein Kundenreklamationsmanagement. Also zum Edelfleisch zählt ja bei uns nicht nur das Dry-Age und das Iberico-Schwein, sondern auch noch das Tiroler Edelweißkalb und das Edelweißlamm, was wir im Angebot haben. Das sind beides Tiere aus Weidemast. Dann haben wir eine Eigenproduktion, in der vier Metzger voll tätig sind. Wir haben auch regelmäßig hier Marktführungen, wo eben auch Kunden die Produktion gezeigt bekommen, auch während des laufenden Betriebs. Unser Dry-Age-Beef hat sich insofern sehr positiv entwickelt, als dass wir am Anfang hatten wir relativ geringe Stückzahlen. Das hat sich stark gesteigert, dadurch, dass wir das halt aktiv verköstigt haben. Diese Verköstigungsaktionen werden auch von Auszubildenden oder neueren Mitarbeitern durchgeführt, was den Kunden auch so ein bisschen die Angst davor nimmt, dass man da was versauen kann.